Herzlich willkommen zur Coffee Break, die ich heute mit Daniela Zibal aus dem Family Fitness Club in Burscheid verbringen darf. Hi Daniela. Kurz zu deinem Studio. Das Spannende bei euch, du warst schon 1999 das erste Mal für eine Kursstunde da, die du gegeben hast. Und seit fünf Jahren gehört dir der Club jetzt. Und ihr seid ein sehr familiärer Club, ne? Yep. Und habt jetzt euch für das Airshaper-Konzept entschieden. Und da ist natürlich immer meine erste Frage, was hat dich motiviert? Welche Chance hast du überhaupt gesehen? Also tatsächlich muss ich sagen, ich war sehr skeptisch. Sehr, sehr skeptisch am Anfang und habe gedacht, ja, jetzt kommt da wieder irgendwas um die Ecke und ach Gott, weiß nicht. Und dann habe ich mir das aber ganz genau angehört und angeguckt und hatte, ich glaube, sogar 2, 3 Calls, bis ich dann gesagt habe, weißt du was, ich glaube, das ist toll. Das muss ich jetzt einfach mal machen. Fertig, und einfach mal machen. Einfach mal machen klingt gut. Und du hast ja auch, wenn wir ehrlich sind, wenig zu verlieren, weil du 2 Monate Zeit hattest, uns auf Herz und Niere zu prüfen und zu gucken, möchtest du mit uns weitermachen? Passt das zu dir und deinem Club oder eben auch nicht? Und das Schöne ist, hast gesagt, es passt, hast weitergemacht, weil ich glaube, die Erfolge deiner Kunden haben ja auch für sich gesprochen, oder? Da waren wahnsinnig tolle dabei. Da waren natürlich auch ein paar dabei, die nicht wirklich erfolgreich waren, wobei die sogar auch das Hautbild verändert haben positiv. Also das finde ich so faszinierend. Das Hautbild, ich habe sehr, sehr viele Bäuche gesehen in letzter Zeit. Ich habe sehr, sehr viele Messungen selber gemacht, weil ich einfach so neugierig war. Und das Hautbild vorher und nachher, das sieht einfach so erfrischt aus, so durchblutet und wirklich toll. Und die Zentimeter auch. Also einfach die Optik, es ist straffer und es ist, viele Zentimeter sind gefallen, je nachdem, wie viel auch vorher da war zum Wegnehmen sozusagen. Und also sehr individuell, aber schon tolle, tolle, tolle Ergebnisse, ja. Und wenn du von vorher und nachher sprichst, dann sprechen wir in der Regel, meinst du jetzt, glaube ich, auch die ersten 4 Wochen. Ne, dass man da schon wirklich Ergebnisse sieht. Klar, die Teilnehmer machen weiter, nutzen es weiter, wollen ja auch weiterhin flache und straffe Bäuche haben. Aber gerade in den ersten 4 Wochen, da passiert natürlich wahnsinnig viel. Und das hast du ja auch total spannend festgehalten. Ich habe Bilder bei dir im Club gesehen und aber auch auf deinen Social-Media-Kanälen. Du hast schon von Anfang an viel mit Testimonials und Erfolgsstories gemacht, oder? Also tatsächlich muss ich zugeben, ich habe auch mich da sehr gewehrt am Anfang und dachte, naja, jetzt warten wir es mal ab. Und dann habe ich tatsächlich an Worte von einer Bekannten gedacht, die ihren Mitarbeitern immer gesagt hat, tue das, was ich sage, dann hast du Erfolg. Und dann habe ich einfach mal das getan, was ihr sagt, von Anfang an. Und siehe da, es hat natürlich funktioniert. Also die Testimonial-Wand mit den Zahlen drauf, die war super motivierend, auch für denjenigen, der da selber drauf stand und ja auch ein gutes Ergebnis haben wollte. Das heißt, man hat auch, wenn man keine Lust hatte, zum Training zu kommen, ist man trotzdem gekommen, weil man ja auch sein Ziel erreichen wollte. Social Media hat einfach Spaß gemacht. Alle, die ich gefragt habe, hey, magst du da mal ein Foto oder wie auch immer machen, das hat denen Spaß gemacht. Ich habe gerade in der Mache auch den muss ich nochmal zurechtschneiden, das Video, weil es am Anfang und am Ende noch nicht so war, aber ein toller Mann, schon etwas älter und ganz begeistert, ganz begeistert. Das ist total spannend, dass du das sagst, weil manchmal haben wir so den Eindruck, die Clubs oder auch die Trainer sträuben sich so ein bisschen davor, proaktiv zu fragen, hey, liebes Mitglied Erna, wärst du bereit, mir mal deinen Erfolg, den wir jetzt erzielt haben, dass wir den auch veröffentlichen dürfen? Aber du wolltest ja, hast ja gerade gesagt, wolltest auch nicht direkt drauf loslegen, weil man immer denkt, man geht vielleicht den Leuten zu nah, aber die Erfahrung zeigt dann doch, die Leute sind stolz und freuen sich, dass sie ihre Erfolge auch einfach zeigen können. Auf jeden Fall. Also ich war selber sehr überrascht, wie offen die da auch umgegangen sind und gesagt haben, ja, also manche waren etwas verhalten und haben gesagt, du, die Zahlen kannst du hinschreiben, aber bitte keinen Namen. Aber die Zahlen ja, und die waren dann auch sehr gut. Und dann haben sie dem einen oder anderen auch ihre Zahlen präsentiert und gesagt, ja, das bin ich. Und die anderen sind ganz offen und proaktiv mitgegangen und haben gesagt, nö, ich mache dir auch ein Video, das ist gar kein Problem. Und also wirklich tolle, auch tolle Reaktion, auch ein tolles Erlebnis, das, die ganze Reise bisher. Ist ja auch für euch als Trainerteam dann immer, ist ja auch ein extra Lob. Ne? Das zeigt ja auch, dass ihr einen tollen Job macht. Hast du zufällig so einen Durchschnittswert? Weißt du, wie viel die Teilnehmer verlieren an Zentimeter?
Das ist eine gute Frage. Wenn man mich kennt, weiß man, dass ich mit Zahlen echt Schwierigkeiten habe. Ich kann noch nicht mal vernünftig zählen, wenn man meine Kursteilnehmer fragt. Aber ich zähle mal 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2. Und ja, also ich würde sagen, so im Schnitt, glaube ich, so um die 5 Zentimeter hat jeder verloren. Wir messen ja mal 3 Zentimeter oberhalb vom Bauchnabel, 3 Zentimeter drunter. Also da 2 und da 3 war das Mindeste, was ja jeder verloren hat. Und das sind ja insgesamt dann 5. Eigentlich eher so, wenn man es so nimmt, dann 5 bis 10 Zentimeter tatsächlich in den ersten 4 Wochen. Ja, ja, also spürbar. Gürtel kann man da definitiv enger schnüren. Okay. Daniela, was würdest du sagen, ist bei dir im Studio so das Erfolgsgeheimnis für den Airshaper? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir heißen ja Family Fitness. Ich glaube, weil viele auch miteinander einfach kommunizieren. Also nicht nur wir, also das Trainerteam und ich, zeigen es, nutzen die selber. Meine Kursleiterin nutzt es selber, sondern auch die Leute sprechen ja miteinander und die Erfolg hatten, geben das so weiter. Also ich glaube, es ist tatsächlich einfach in aller Munde und auch da habe ich euch zugehört und befolgt und habe das gesamte Studio plakatiert. Überall, sogar auf der Toilette hängen die Plakate und man kann es überall lesen und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen, habe ich nicht mitbekommen, weil dafür ist zu viel. Und natürlich Social Media. Ja, also da poste ich gerne und das macht mir einfach Spaß. Du, ich verlinke mal deine Seite. Da kann man so ein bisschen gucken, was du so machst. Gerade gestern ist da wieder frische Video-Content hochgekommen, haben wir gesehen. Daniela, wenn du jetzt einen Tipp für befreundete Clubbetreiber, Clubbetreiberinnen hättest, was wäre das? Ja, im Endeffekt würde ich sagen, einfach mal machen, ne? Also wer sagt, ich suche nach was Neuem für mein Studio, neue Motivation auch für die Mitarbeiter. Also das hat mir persönlich wahnsinnig viel Motivation gegeben. Du hast ja erwähnt, dass ich schon seit 99 in diesem Studio arbeite, immer freiberuflich, seit 5 Jahren gehört es mir. Und natürlich habe ich auch Motivationslöcher. Und ich habe dann, als ich dann gesagt habe, ich gehe diesen Weg mit euch, habe ich einfach auch sehr viel Motivation daraus gezogen. Die hat natürlich auch die Jungs animiert, also meine Mitarbeiter und Mädels. ich habe viele Jungs und ein Mädel. Nee, 2. Und das ist halt, das schwappt dann über. Und man muss es durchkalkulieren und überlegen und auch gucken, was man für eine Zielgruppe hat. Aber wenn das beides positiv ist, dann spricht eigentlich nichts dagegen. Einfach mal machen, ausprobieren und erfolgreich sein, ja. Mhm. Ja, sehr schön. Den Tipp, den nehmen wir doch gerne mit. Daniela, danke für deine Zeit heute, dass wir unsere Kaffeepause zusammen verbringen dürfen. Ich habe eben schon gebeichtet, das ist bei mir heute Tee. Aber du, Kaffee. Ob Tee oder Kaffee, Pause funktioniert gut. Danke dir. Danke auch. Tschüss.